Anwohner halten mit dem Handy fest, wie das Beben ihre Wohnungen erschüttert. Menschen verlassen fluchtartig ihre Häuser aus Angst, von einstürzenden Gebäudeteilen verschüttet zu werden. Zuschauer können live mitverfolgen, wie das Studio eines türkischen Fernsehsenders während der Sendung plötzlich zu wackeln beginnt. Luftaufnahmen am Morgen zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörung. Präsident Erdogan reagiert umgehend bei Twitter. Wir haben unsere Minister für Umwelt und Urbanismus, Inneres und Gesundheit in die Region entsandt. Das Beben mit einer Stärke von 6,8 hat den Osten der Türkei getroffen. Das Zentrum lag in der Provinz Elazığ, auch Malatya ist betroffen. Mehrere Menschen sind durch oder in umstürzenden Häusern ums Leben gekommen. In den Trümmern suchen Rettungskräfte verzweifelt nach Überlebenden. Türkischen Medienberichten zufolge können sie eine schwangere Frau retten, die 12 Stunden in den Schuttbergen ausharrte. Tausende Menschen haben dagegen über Nacht ihr Zuhause verloren. Unsere Häuser sind entweder eingestürzt oder beschädigt. Wir können nicht in unser Dorf gehen. Einige Menschen haben ihr Leben verloren. All unsere Tiere sind gestorben. Wir haben uns in der Nacht in Decken gehüllt und am Feuer geschlafen. Ich bete, dass Gott uns helfen wird. In der Türkei kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, da das Land auf mehreren seismischen Platten liegt. Bewohner, die alles verloren haben, werden jetzt zunächst von Ersthelfern mit dem Nötigsten versorgt.